Genau, wir haben heute uns eingefunden am Weltumwelttag 2023, um darauf aufmerksam zu machen, dass die Zigarettenstummeln, also dass ein Zigarettenstummel bis zu 1000 Liter Wasser kaputt macht. Und wir wollen auch, dass also die Produzenten wie Philip Morris und Austria Tabak, also jetzt heißt GTI Austria, dass die für die Müllgebühr bezahlen. Und weil derzeit bezahlen ja wir für all diese Zigarettenstummeln und Müll, was auf der Straße liegt, zahlen leider wir Bürger. Und wir wollen das eben nicht mehr. Und Gott sei Dank ist seit letztem Jahr, also seit 2021, schon ein Kennzeichen drauf, wo drauf steht Mikroplastik im Filter. Ja, wir haben hier auf den Bänken auch angebrachte mobilen Aschenbecher, das heißt, wo man halt eben diese Chickstummeln dann in den Mistkübel reinwerfen kann. Die haben wir gefertigt aus Futterdosen von Katzen- und Hundefutter. Oder Bohnen kann man diese Dosen machen. Und ist faktisch aus Müll gemacht und aber sehr sinnvoll, weil sie eben große Aschenbecher sind und die können überall angebracht werden an jeder Bank. Mhm. Weil die Leute sagen immer, dass da kein Aschenbecher gibt oder so, aber so eben gibt es jetzt auf jeder Bank einen mobilen und dann kann man das in den Mistkübel werfen. Also wie man sieht, wissen das ja leider auch viele Leute nicht, weil sonst würden da ja nicht so viele Chickstummeln herumliegen. Und dass sie finanziell dafür aufkommen. In Zukunft alles in die Aschlöcher. Saludas, schönen Tag. Holt den Dosen wenigstens in die Kamera, damit sie jeder sehen kann. Na, hallo. Sie kommt hier. Multifunktional. Stummeln auf der Straße, dass wir das mit der Müllgebühr bezahlen? Ja, da ist der Mist sowieso dabei. Ich zahle Ihnen den Mist, nicht? Allgemein. Und da ist alles dabei. Alles inbegriffen. Ob es uns schick ist oder das oder das, da ist alles dabei. Und wären Sie dafür, dass die Produzenten die Müllgebühr bezahlen, statt mir? Was zahlen wir? Was sollen wir machen? Naja, wir treten dafür ein, dass die Produzenten eben die Müllgebühr bezahlen und nicht wir, weil schlecht wäre es nicht. Wir haben nämlich den Profit und wir müssen dafür bezahlen, was auf der Straße liegt. Das wissen alle Leute, erzogen werden, deutsch gesagt, es schmeißen ja die Dosen weg und da ist der Mistkübel. Bei uns in einem 5. Bezirk zum Beispiel, ja. Da ist der Mistkübel und ein Meter weiter liegen die Dosen drumherum. Bei uns kannst du im Hof Dosen klauen. Ja, so schaut's aus. Da muss einmal angefangen werden, einmal anscheinend. Ob es jetzt Chick oder Dosen oder die ganze Drecke, die Taschentücher, die Papieren, alles wird einfach weggeschmissen. Ich will nicht die Jungen sagen, sind bald die genauso selber. Sind auch. Ich will nicht die Jungen dahin stellen. Ja. Das sind die alten Leute auch. Ich habe selber schon gesehen. Mhm. Ja? Ja. Ich bin so erzogen, ich war viel anders. Aber immer ein Sack an den Kopf, wie es reingekommen ist. Ja? Und dann habe ich es. Aber das gibt es nicht. Das gibt es ja nicht mehr. Ja. Ja. Leider. Nein. Auch im Wald. Alles wird hingeschmissen. Ja. Im Wald ist es auch besonders schrecklich, weil nämlich, wenn die Leute Dosen wegwerfen, dann habe ich beobachtet, dass in einer Dose 30 Käfer umkommen, weil die kommen rein und nicht mehr hinaus. Aber wer ist denn da zuständig für uns? Es ist niemand zuständig für uns. Dass die Dosen. Schaut mal, wo jetzt Dosen von anderen liegen auf der Wiese, das ist ein Kraus. Ja, das ist ja auch gefährlich für die Kühe, weil wenn die das fressen, dann sterben sie. Da fehlt die nicht auf der Weide, da sehe ich bei uns im Hof und da überall. Dass da halt auf die Weide gehen. Ja, aber ist nur schöner. Bei uns werden halt die Insekten kaputt, die was die Vögel wieder brauchen. Es ist ja niemand da. Wir haben kein Gesetz. Wenn ich sage, wir haben kein Gesetz, dann sage ich das. Wie hat der Arzt gesagt? Ich kann es ruhig sagen, aber ich sage, wo ist der Arzt?
Soll ich sagen? Wir haben eine Wanderwirtschaft, hat der nicht gesagt. Entschuldigung, aber das hat er wirklich ein Arzt zu mir gesagt. Okay. Vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Wir feiern heute den Weltumwelttag und wir haben hier sogenannte Aschlöcher, also Taschenascher, wo man diese Chickstummeln hineingibt, damit diese Stummeln nicht auf der Straße landen, sondern dass man sich dann in die Tasche einsteckt und dann, wenn man zu dem nächsten Mistkübel hingeht, dass man das dann hineinwirft in den Mistkübel. Der Bezirksvorsteher Markus Franz unterstützt uns heute auch mit seinem Chick-Dosal. Auch er macht sich darüber Gedanken und möchte also seinen Bereich auch sauberer haben. Wir haben hier auch Beispiele von Mikroplastik, also geschredderten Stöpseln. Das kann man sich auch anschauen. Und dann haben wir hier mobile sogenannte Aschlöcher. Das heißt, das kann man bei der Bank aufhängen und dann kann man diese Chickstummeln dann auch in den nächsten Mistkübel hineinleeren. Das ist ganz einfach zu machen, das sind ganz einfach Dosen, entweder von Bohnen oder Hundsfutter, Katzenfutterdosen, und dann braucht man nur ein Garn, also zwei Löcher reinmachen, links, rechts und unten auch, und dann hängt man das so auf und dann kann man das auf die Bank aufhängen. Hier auf der Zigarettenpackung ist ein Zeichen drauf, das die EU vorgeschrieben hat seit Juli 2021 in ganz Europa. Da steht drauf, Filter enthält Mikroplastik und man soll das nicht in den Kanal werfen, weil in den Kanal gelangen dann all diese Schadstoffe dann, also auf Umwegen ins Meer, weil das ist so klein, dass dies nicht gefiltert werden kann von den Kläranlagen. Und leider kennen das die meisten Raucher nicht, weil das so klein drauf gedruckt ist und nicht beworben wird. Wir haben heute auch freiwillige Helfer, die haben sich spontan gemeldet. Wir sammeln schon die Chickstummel in der Wiese, sind tatkräftig unterwegs. Also eigentlich, wenn man weiß, um was es geht, macht jeder gerne mit. Und das müsste eigentlich mehr beworben werden von den Zigarettenerzeugern. Das heißt, es müsste also beworben werden, was in den Filtern diese Schadstoffe sind, weil das ganz einfach die Leute nicht wissen. Gerade vorher hat mir ein Herr gesagt, ja, er gibt das ganz einfach in den Kanal rein, ja, und glaubt dann somit, das ist erledigt. Also gerade da ist es nicht erledigt, weil das dann eben die Kläranlagen verstopft. Aber wie gesagt, die meisten Leute wissen das nicht und da bräuchte es eigentlich von der Regierung eine Aufklärung. Da habe ich eine Freundin, die da mithilft, was hoppala, da bin ich zu nahe dran. Ja. Dieses Zeichen, wie lange kennst du das schon? Noch nicht lange. Und was hast du dir gedacht, wie du das gesehen hast? Naja, dass man die Zigarette nicht wegschmeißen darf, einfach in so die Pflanzen, in die Wälder, auf die Erde, weil das geht dann ins Grundwasser hinein und... Aber das habe ich erst durch dich erfahren natürlich, dass das 1000 Liter Wasser verschmutzt, nur eine Zigarettenstummel. Und dann, was ist dieses Zeichen? Naja, dass das die Tiere kaputt macht. Was ist das für ein Tier? Schildkröte. Okay, gut, du weißt das. Ich habe schon lustige Antworten bekommen von anderen Leuten. Da habe ich beim Räumerplatz einen interviewt, der ist eigentlich also selber Redakteur bei Leute von heute. Und der hat mir da ganz lustige Antworten gegeben, man soll kein Kondom wegwerfen oder sonstiges. So? Okay. Ja, weil er das ganz einfach nicht erkannt hat, er hat das zum ersten Mal gesehen. Ich werde jetzt einmal schauen, dass mir da irgendwer eine Antwort gibt, der das noch nie gesehen hat. Aber es steht ja eh unter die Bilder, Filter enthält Kunststoff, man braucht nur lesen. Na gut, aber es sind viele ältere Raucher, also das ist so klein, dass das nicht mehr siehst. Ja? Weil ich zum Beispiel, ich bin ja kurzsichtig
Also ich kann es noch lesen, aber andere, die weitsichtig sind, die können das nicht lesen. Ja, ja, ich werde da versuchen, irgendjemand dazu fragen. Also du hast das klar erkannt, also dass man das nicht wegwerfen sollte. Das und wieso hast du dich heute spontan entschieden, damit zu machen? Wieso das? Weil man langweilig ist. Und also gedacht, du gibst gleich mit, ne? Ja, ich dachte, ja. Vielen Dank. Aber da hilfst du mit, weil schau zum Beispiel, da hast du schon 20, also 20 mal 20 sind, warte mal, 20 mal 1000. Wie viel ist das? 20. 20.000. 20.000 Liter Wasser hast du jetzt vor der Verunreinigung. Danke, gell? Du bist ja das heute Weltumwelttag ist. Bist du auch was? Du brauchst das. Okay, dann hast du ja den Taschenausschlag für die Stummel, gell? Also sogenannte Haschlöcher. Okay. Was das rein gibt, der Haschlöcher. Genau, genau. Okay, tschüss. Hast du schon einen Haschloch? Ja. Bitte. Sie sehen ja, wie viel da liegt und in einem Stummel werden bis zu 1000 Liter Wasser kaputt, ja, und Mikroplastik drin ist drinnen und Pestizide und sonst würden ja nicht so viele da liegen, ne? Okay, sagen Sie es auch den anderen Rauchern weiter. Ja, bitte. Nein, aber Sie können es weiter sagen, weil viele Leute wissen das nicht, ja. Nein, ich habe das früher auch nicht gewusst, ja. Also ich meine, es ist schon länger her, aber ich habe das auch nicht gewusst. Ne? Und diese Mikroplastik im Filter, das ist erst in der letzten Zeit eingegeben worden, weil früher war das aus Zellulose und dann haben sie das aus Plastik gemacht, weil es billiger ist, ne? Weil sie mehr verdienen wollen. Und wir wollen halt, dass eben Philipp Morris und Austria Tabak, dass die das zahlen, die Müllgebühren nicht wir, weil wir müssen das bezahlen.